Ich hasse alles, was mich aus. Also vieles. Ja. Hier hoch. Und links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Und was kommt als nächstes? Wir sind gespannt. Einem, das sollte mein Haus darstellen, dargestellt sein, so darstellen. Lass das Dach weg. Das war mein Wohnhaus, oder? Könnte man sehen, aber wenn man die Tische dann später drin sieht, könnte es auch ein Essensraum gewesen sein. So die Kantine vielleicht. Für die Affen. Bezweifle ich. Ja, die sind rein. Irgendwas zum Debattieren, ansonsten wird es zu still. Mal sehen. Ice Gate, wir müssen noch Cyril, Volt hier suchen. Und ich kann den nicht angreifen. Ich bin ja fast weg, das gibt's doch nicht. Du solltest dir mehr Leben holen. Ich gehe den nächsten Lebenhändler. Falls er gerade geöffnet hat. Ja. Und der Tod nicht wieder alles aufkauft. Nein. Da ist ein Topf, was drin ist. Wasser, eine heiße Suppe. Kannst du dich aufwärmen? Okay. So. Es gibt kein Essen mehr. Wo weiter? Tisch mit... Ah, Dynamit. Und noch mehr. Nein, ich bin schon wieder. Hilfe, nein, lass mich in Ruhe. Lass mich. Wow, im Let's Play ist auch jemand an der Stelle. Genau an der Stelle. Nein, das... Boah, ich hab schon Energiezeit und auch drin. Das ist null. Entweder ist das nur verdammt knapp oder... Prozent Leben noch. Letzter Kopf. Schlägt Spyro sich nicht durch. Das heißt, du bist schon mal besser als bei der, als der durchgekommen, als ich das ins Play geguckt habe. Ja. Ein Hurra, er ist nicht gestorben und hatte sehr viel spielhaftes, nicht errechnetes Glück. Glückwunsch. Vielen Dank. Ich werde diesen Sieg in Ehren halten. Ehren Sieg. Krieg ich eine Medaille? Nein. Langweilig. Wenn du nur es. Du kriegst vielleicht eine, wenn du es schaffst, das restliche Spiel über nicht zu sterben. Unwahrscheinlich, aber ich versuch's. Versuche es. Und wenn du es schaffst. Wollen sehen. Kriegst du bestimmt mit Blut. So, wir sind jetzt so wieder aus dem Gebäude raus.
Kreis, Pfeil, Kreis, Kreuz, Kreis, Pfeil, Pfeil, zum Kreis, Pfeil. Was guckst denn du? Wo steht denn das hier unten? Nein, bei mir. Ich knülle gerade so einen Zettel meines Vaters. Aha. Dann steht da nochmal R, Pfeil nach unten, D, D, Pfeil, daneben D. Ach, das ist langweilig, das interessiert keinen. Ist das irgendwie so kurz, oder? Nee, das sind einfach nur Merksätze für das Spiel. Aha. So. Und jetzt kommen so Anfragen. Hey, gib mal die Merksätze, die brauche ich unbedingt. So. Ich bekomme langsam Hunger. Das ist nicht gut. Aha, es ist auch schon. Wie spät ist hier gerade die Uhr nicht? 18:12 Uhr. Aha. Das heißt, ich werde mal in ein paar Minuten oder so mal eine Aufnahmepause machen. So, hier? Ja. Wann? Keine Ahnung, wenn ich hier keine Gegner habe. Am besten. Ja, und dann. Wieso? Oh, keine Gegner. Endboss! Eiskönig! Die Framerate hackt gerade auch irgendwie total. Ich mag das nicht. Könntest du auch mal versuchen wegzurennen und dich nicht zu gucken hauen und dann mal sehen, ob es dann besser geht. Nee, das ist es generell so irgendwie. Geht es hoch und runter, hoch und runter. Aber zerhacken das Video tut's jetzt nicht. Nein, das nicht. Okay, dann. So, es sind keine Gegner. Soll ich jetzt schon Schluss machen oder beim nächsten Mal? Was heißt denn das nächste Mal? Nein. Ja, ist gut. Also. Ist dir überlassen. Gut, dann machen wir. Also, hier ist jetzt eine verschlossene Tür. In Anführungsstrichen verschlossen. Ich kann dagegen hauen. Und mache ich mal an der Stelle eine Aufnahmepause. Wann machen wir da weiter? Na, wir machen genau hier weiter. Ja, wann? Na, wann weiß ich nicht. Heute. Wenn du kannst. Wenn ich kann. Wenn. Die Lust haben. Also Lust habe ich immer. Ich könnte jetzt bis nachts um 23 Uhr, da muss ich im Bett. Darf ich leider nicht. Tja. Aber interessiert es auch keinen wahrscheinlich, so denke ich mal so. Also. Kannst du den letzten Teil rausschneiden? Ich könnte, ja. Ich könnte. Tust du. Werde ich. Echt? Also wir machen jetzt mal eine Aufnahmepause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao und... Tschüss. Tschüss, ja. Ciao und tschüss. Warte, ich nehme schon mal auf. So, komm, wo soll ich anfangen? Ah, jetzt fang an. Gut, okay. Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Legend of Spyro, eine neue Aufnahme hier, so, halt. Ich bin auch wieder dabei, sinnlose Kommentare und Diskussionen abzugeben. Dass sich jeder angucken will. Ja, genau. Ja. Und los. Ja, also wir sind jetzt genau wie an der Stelle hier, ja. Und hau die Tür. Boom, kaputt. Und das sieht jetzt aus wie eine Kantine, sowas in der Art, wa? Mhm. Oh, na. Ein Steak, bitte. Aber ohne Affe. Die sind zu zäh. Die schmecken nicht. Der mit der Behaarung da, das ist nicht gut. Das ist nicht gerade gesund. Ich frag mich immer noch, wie lange wir brauchen bis Goldtier. Das wird wahrscheinlich noch länger als eine Folge dauern. Zwei Folgen. Müsstest du besser wissen, du spielst ja. Ja. Bäh. Oder ich durchrenne jetzt einfach nur alles und egal, die Gegner hier so halt. Ja. Bloß, dass du meistens erst die Gegner platt machen musst, bevor du weiter kannst.
Kristalle und Affen, die nichts drauf haben. Und Spyro, der überhaupt nicht friert. Ja, der ist Feuerdrache, der hält sowas aus. Ich könnte jetzt was einbauen, aber das wäre erstens langweilig, zweitens unnötig und drittens Eigenwerbung. Indirekt eigentlich keine Eigenwerbung, aber naja. Was willst du denn einbauen? Erklärung, wie man nicht friert, bitte. Moment. Satzbau zusammenfügen. Nee, ich sag's nicht. Doch. Was ist das denn los? Dann schreibe ich dann oben am Titel ein. Legend of Spyro Parts. So und so. Sinnloses Gelaber. Das ist doch erstens fast jeden Part. Zweitens. Gibt es bestimmt noch was Sinnloseres und wir müssen ja die ganze Zeit Sinnloses reden. Und übrigens, das, was wir jetzt hier reden, interessiert ja so oder so keinen. Ja, aber es gibt ja halt auch Gründe, die ich gerne erklären könnte, wenn ich sollte. Wenn ich müsste. Ja, mach doch. Uns fällt nichts Besseres ein. Was jetzt als Sinnloses zu reden? Ja. Kann sein, aber muss nicht unbedingt. Oh, ist das? Nee, gar nicht viel. Du sollst leben. Ja. Aber die Übertragung ist jetzt besser als gestern. Ja, hoffentlich also, bleibt das auch so. Auf weiter. Hier ist wieder eine Mauer. Mal sehen, was dahinter kommt. Was soll das eigentlich sein? Es scheint so irgendwie so eine Eisschollen zu sein, weil die aufeinander gestapelt wurden hier. Ja, ich würde eher gesagt aufgefahren. Oder so ähnlich. Ein paar Kristalle. Ja, die spare ich mir. Falls die auf mich hier irgendwie wieder zu dolle hauen. Kann ich die Kristalle denn danach nochmal einsammeln? Ja, dann eventuelle Fragen zum Spiel, zum Beispiel was zum Beispiel funktioniert könnte, zum Beispiel auf Kristalle bezogen, bitte an mich posten. Ich beantworte sowas gerne. Weil du weißt ja irgendwie mehr als ich, obwohl du noch kein Spiel davon gespielt hast, ich schon alle drei, trotzdem weißt du mehr irgendwie. Tja, das ist nicht normal. Sag mal, hier sind Kristalle. Hier draußen sind auch nochmal Kristalle, wow. Wahrscheinlich würde ich gleich was Großes umbringen. Nee, ja, wieso haust du die denn jetzt? Ja, was sonst? Nein, nicht, nein, heb die auf. Schluss, aus, nein. Warum? Ja, du bist total voll in allen drei Bereichen, heb die auf. Naja, wahrscheinlich reiß ich nicht mehr zurück und dann ist die Energie weg. Guck mal, da ist auch noch was. Sobald die nächste Tür ist, kann... Es wäre möglich, dass ich nicht mehr zurück kann. Und da sind schon wieder Kristalle nötig. Oh, na gut, dann hau sie halt platt. Und so oft Strategie braucht man in dem Spiel gar nicht bauen. Ja, wenn man oft sterben will. Will ich aber nicht. Baue auf Strategie. Wozu? Ich verhandle mit den Affen, okay? Schon wieder eine Brücke. Ja, am besten verkleide sie dich als Zinder, ne? Ja. Hey, ihr kleinen Affen! Oh, da! Hoppala! Noch mal Energie tanken.